enter the Sudan must stop there to take on water after checking in at Fada. One caravan that suspiciously avoided Fada has moved into the throat of Karawan, a bottleneck deep in the mountains of Enedi. Waters surging from the springs here cannot evaporate because the high mountain walls keep out the sun's rays. We reach our objective. There is no escape from the throat of Karawan. It is a dead end. First, this caravan looks like any other moving from place to place. Camels line up for a drink. Bedouins sit motionless, impassive. The police approach with their interpreter and get permission to search the merchandise. Interpreter notices an odd-shaped bundle with a canvas cover. Where were they taking these children? What market were they headed for? The slave dealers won't talk. The children don't know, so the police are unable to find out, and they lose a possible chance of closing off one more market in human beings. A government official gives us an interview on the subject of slavery. I can assure you, he says, that slavery does not exist in my country. The first official act of my government when it came into power was to draw up stringent laws against slavery. But our country is large, very large. Look at the extent of our borders. Our army and our police do everything in their power to patrol them. But it does happen that the law is violated on occasion. Can you tell me of a single country in the world in which the law is never violated? But here the law may be violated too often. Allahu Akbar, Allahu Akbar! Mit Gebeten hat man sie gelockt. Die Araber bringen bereits im 7. Jahrhundert den Islam nach Afrika und mit ihm die Sklaverei. Denn wer kein Muslim werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein Tabu. Tidjan Ndiaye bricht das Schweigen. Der senegalesische Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye dieses wenig erforschte Kapitel der Geschichte.
Der muslimische Sklavenhandel war der längste in der Geschichte der Menschheit. Er währte 13 Jahrhunderte und hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauerte. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer. Viele an den Strapazen des Transports. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Laut Njaye überlebt nur einer von fünf diese gefährliche Operation. Die grausame Prozedur trifft alle, die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihren Ländern Kinder zeugten. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt wie in den USA, die eine Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte forderten Njaye auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn ein Völkermord, denn ein Volk von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. Die Versklavung geschah übrigens im Namen Allahs. Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nichtmuslimen empfehlen. Und im Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung, gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, den Heiligen Krieg gegen die Schwarzen aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Über Jahrhunderte wurden afrikanische Könige gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen und noch dazu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern. Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verliesen. Den berüchtigten Tippu-Tipp macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel. 13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten, dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft. Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man zieht es vor, über diese schmerzhafte Geschichte nicht zu sprechen. Man richtet die Aufmerksamkeit lieber auf die Schuldigen, die alle schon kennen, die Europäer und die Amerikaner. Tidjane Njaye will das nicht hinnehmen. Weder als Intellektueller noch als Enkel eines senegalesischen Königs. Und auch nicht als Muslim. Christian boys kidnapped from the villages are confined to an Islamic school, where they are made to study the Arabic language and memorize the entire Quran.
rising for prayers before dawn and studying until the late hours of the night, they are indoctrinated into the strict teachings of the Islamic faith. Those who refuse to cooperate are beaten and chained until they improve their studies. They must give up playing. Playing is harmful. It doesn't allow them time to study. Anyone who misbehaves, he's whipped so that he doesn't play anymore. When his colleagues see him being whipped, he will stop playing and become afraid. The Quran is difficult. If they do not work hard, they will not be able to memorize it all. A lot of the footage that we have received from these nations, some in Sudan, show young boys being beaten, showed them chained, walking down these dusty paths around the school compound with chains. In one school, they have to write on a small board that they carry with them Quranic verses, and then wash this board and drink the water. And their teachers tell them that drinking this water causes them or helps them to memorize this faster. Young girls have also been kidnapped and sold as concubines, or given over to the sexual pleasures of the Islamic soldiers. Girls as young as 9 have been repeatedly violated. Tens of thousands of children have disappeared, hidden away by radical Muslims seeking to create a new generation void of any Christian faith. Christian men who refuse to submit to the Islamic movement have been imprisoned, beaten, and oftentimes mutilated. Others have been hung, nailed to trees, or drowned in the River Nile. I must admit that I too, among hundreds of millions of educated people, was under the impression that the African slave trade was the sole responsibility of the Christian Europeans, the white race. That is, until I started exploring the subject in greater depth, and especially after reading an incredibly enlightening book called The Legacy of Arab Islam in Africa by John Alambilla Azuma. My whole perspective and understanding has changed dramatically, and I would like you to tell us more about this subject. The success of Muhammadan Islam in deceiving, misinforming, deforming and contorting both history and reality over a period of almost 1400 years has been astounding. That is, until now. The greatest strategy...